Ein auffälliger Grabhügel. Der markante, geradlinige Burgwall mit noch unbekannter Entstehung, vom Flugzeug aus gesehen. Und aus dem Gelände heraus. Die Küstenheiden sind uraltes Siedlungsgebiet. Aus grauer Vorzeit stammt der sagenumwobene Duner Ringwall, der langsam einige seiner Geheimnisse preisgibt. Durch die neuesten Grabungen tut sich ein Blick in ferne Zeiten auf. Genau. Und wie genau willst du es machen? Wir machen es so, weil die also was wir jetzt hier sehen, ist eine bronzezeitliche Ringwallanlage. Eine Anlage, die fast kreisrund ist im Durchmesser und einen Innendurchmesser von etwa 40 Meter hat. Früher wurde die Bedeutung der Anlage nicht richtig erkannt. Zum einen die Größe der Anlage, zum anderen die Höhe des erhaltenen Walls, sodass wir hier Untersuchungen durchgeführt haben, um das genaue Alter der Anlage zu klären. Und es zeigt sich, dass wir mit dieser Anlage in eine Zeit um die Mitte des 2. Jahrtausends vor Christus kommen. Das heißt also, die Anlage knapp 3.500 Jahre alt ist. So interessant und wichtig diese geschichtlichen Spuren für die ganze Region sind, heute stellt sich die Frage, wie man die Zukunft dieses einmaligen Gebietes weiter gestalten und verbessern kann. Nur ein Thema ist die Jagd in den Schutzgebieten. Rehe helfen unbestritten dem Naturschutz. Sie sind ein Teil des Ökosystems und verbeißen Traubenkirschen. Trotzdem wurden sie intensiv bejagt, mit dem Nebeneffekt, dass durch den Jagddruck alle Wildtiere sehr scheu wurden. Wir werden auf dieser Fläche hier in Zukunft nur noch auf Schalenwild jagen und dort schwerpunktmäßig auf das Rehwild. Wir werden die Jagdzeit deutlich verkürzen, nur noch an ganz wenigen Tagen im Jahr auf die Rehe jagen. Wir erhoffen uns durch diese geringere Beunruhigung, dass das Wild deutlich aktiver wieder wird, für Besucher sichtbarer wird in der Liegenschaft, und wir erwarten mit der geringeren Beunruhigung, dass die Schäden durch das Wild am Walde geringer werden. Traditionelle Jagd und konsequenter Naturschutz haben ihre Reibungspunkte. Doch es zeichnen sich Lösungen ab. Zu diesem anspruchsvollen Schutzgebiet gehört nicht nur ein artenreiches Tierleben. Besucher sollen auch die Chance zu packenden Tierbeobachtungen erhalten. Hier geht es nicht nur um Reh, Fuchs und Dachs. Generelle Aufgabe wird sein, bei den Besuchern des Gebietes Interesse für die Anforderungen des Naturschutzes zu wecken und allen einen leichteren Zugang zu den Wundern dieser Landschaft zu öffnen. So funktioniert Naturschutz. Vor allem aber sollen Kinder und Jugendliche herangeführt werden an eine aktive Mitarbeit. Hier am Heidehaus und im Heidegarten werden Jugendliche, auch mit Behinderungen, herangeführt an das Ideal aktiv Natur erleben. Zukunftsperspektiven. Ganz einfach Natur Natur sein lassen, nichts tun und nur überwachen, das funktioniert in dieser Kulturlandschaft nicht. Diese unterschiedlichen Biotope müssen individuell gepflegt und geschützt werden. Nur die Wälder sollen zukünftig teilweise sich selbst überlassen bleiben, die Urwälder von morgen. Das Besondere an unserer Landschaft ist ja, dass wir hier nicht nur ein Mosaik verschiedener Schutzgebiete haben, die ineinander greifen, vom Welt-Naturerbe Wattenmeer über die
Naturschutzgebietsflächen der Küstenheiden zu Landschaftsschutzgebieten wie dem Wernerwald und so weiter. Das sind auch alles unterschiedliche Landschaftsteile, die aber trotzdem zusammengehören und für das Naturerleben auch eine besondere Attraktivität dann bieten. Wo sonst in Deutschland kann man so konzentriert und gleichzeitig so vielseitig Natur erleben? In einem einzigen Gebiet. Hallo. Guten Tag. Ja, guten Tag.